steht der parlamentarische Staatssekretär Ralf Brauksiepe zur Verfügung. Ich rufe auf die Frage 23 der Abgeordneten Margit Stump zum Komplex Minderjährige in der Bundeswehr. Bitte, Herr Staatssekretär. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Frau Kollegin, ich antworte Ihnen wie folgt. Grundsätzlich ist die steigende Anzahl 17-jähriger Soldatinnen und Soldaten die Folge von höheren Bewerberzahlen dieser Altersgruppe, ohne dass diese auf eine etwaige geänderte Einstellungsstrategie oder Einstellungspraxis der Bundeswehr zurückzuführen wären. Sie sind in erster Linie eine Folge der sogenannten G8-Schulzeitverkürzung, durch die das Durchschnittsalter der Abiturienten gemäß einer Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung aus dem April 2015 statistisch um 10,3 Monate gesunken ist. Da weder die Werbestrategie der Bundeswehr noch andere Maßnahmen speziell auf die Einstellung von 17-jährigen Bewerberinnen und Bewerbern ausgerichtet sind, bedarf es hierzu auch keiner Anpassungen oder anderer steuernder Maßnahmen. Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich habe eine Nachfrage dazu. Wie begründet die Bundesregierung ihre Rekrutierungspraxis bei der Bundeswehr vor dem Hintergrund des Zusatzprotokolls der UN-Kinderrechtskonvention, insbesondere im Hinblick auf die Empfehlung, das Mindestalter für den Dienstbeginn von Soldatinnen und Soldaten auf 18 Jahren anzuheben? Bitte, Herr Staatssekretär. Frau Kollegin, die UN-Kinderrechtskonvention verbietet es Staaten, Menschen zu den Streitkräften einzuziehen, bevor sie das 15. Lebensjahr vollendet haben. Die Bundesrepublik Deutschland gehört deswegen zu den Staaten, die das von Ihnen angesprochene Fakultativprotokoll vom 25. Mai 2000 unterzeichnet haben. Dieses sieht ein Mindestalter von 17 Jahren für den Freiwilligendienst in den Streitkräften vor. Dazu hat sich die Bundesrepublik Deutschland verbindlich verpflichtet. Genau das praktizieren wir. Bei der Bundeswehr ist niemand als Soldat, der das 17. Lebensjahr nicht vollendet hat. Das entspricht genau dem, wozu sich die Bundesrepublik Deutschland mit diesem Fakultativprotokoll weit über die Regelungen in der UN-Kinderrechtskonvention hinaus verpflichtet hat. Sie haben das Wort zur zweiten Nachfrage. Sie sind jetzt aber nicht auf die Empfehlung eingegangen, dass der Dienstbeginn von Soldatinnen und Soldaten auf 18 Jahre angehoben werden soll. Ich kann meine Antwort gerne wiederholen. Die UN-Kinderrechtskonvention verbietet das Einziehen von Kindern in die Streitkräfte bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres. Und wir haben mit dem Fakultativprotokoll uns darüber hinausgehende Pflichten auferlegt. Damit sind wir relativ weitgehend in unseren Regelungen. Und ich will ausdrücklich darauf hinweisen, die Wehrpflicht in Deutschland ist ausgesetzt. Niemand wird gegen seinen Willen zum Dienst in den Streitkräften herangezogen. Wir reden hier über Menschen, die im Rahmen ihres Rechts auf Berufsfreiheit sich unter Einbeziehung ihrer Eltern, soweit sie noch minderjährig sind, dazu entschieden haben, die Bundeswehr als ihren Arbeitgeber zu sehen, auf Zeit oder möglicherweise auch als Beruf. Das sind Menschen, die sich im Rahmen ihrer Berufsfreiheit für die Bundeswehr entschieden haben. Sie haben schon Nachteile gegenüber anderen, die mit 15 oder 16 in eine Ausbildung gehen können. Sie können erst mit 17 anfangen, genau weil wir uns unserer besonderen Verantwortung bewusst sind. Und Menschen, die freiwillig mit 17 Jahren in den Streitkräften ihren Dienst tun wollen, die müssen wir rechtlich nicht daran hindern und die wollen wir auch nicht daran hindern. Denen wollen wir eine Perspektive bieten, so wie jeder andere Arbeitgeber auch. Das ist auch ein Moment. Auch ein neues Format, Beifall für Beantwortung von parlamentarischen Anfragen. Aber es gibt hier erstmal, bevor wir zur Frage 24 kommen, noch eine Nachfrage des Kollegen Felgentreu. Bitte. Frau Präsidentin, ja, Herr Staatssekretär, den jungen Leuten eine Perspektive zu geben, ist sicherlich richtig. Aber würden Sie mir nicht zustimmen, dass es
wenig glücklich ist, dass aufgrund des geringeren Lebensalters, der nicht vorhandenen Volljährigkeit, Unterschiede gemacht werden müssen in der Ausbildung von volljährigen und nicht volljährigen Rekruten, dass es auch ein grundsätzliches Problem des Jugendschutzes ist, dass wir einerseits Regelungen haben, die verbieten, Jugendlichen unter 18 bestimmte Filme zu sehen, bestimmte Videospiele zu spielen, wir aber gleichzeitig sagen, diese Jugendlichen bilden wir am Sturmgewehr, am Maschinengewehr mit der Handgranate aus. Und würden Sie mir nicht zustimmen, dass es eine gute Lösung wäre, für diese Jugendlichen unter 18 im Rahmen der Zivilverwaltung der Bundeswehr einen zivilen Vorbereitungsdienst einzurichten, der es ihnen ermöglicht, sich die Aufgaben, auf die künftigen Aufgaben als Soldat sinnvoll und zielgerichtet vorzubereiten und dann aber zusammen mit allen anderen Volljährigen ein Rekrut ohne Ausbildungseinschränkungen zu werden, wenn sie das entsprechende Alter erreicht haben? Nein, ich stimme Ihnen nicht zu, Herr Kollege. Zunächst haben Sie in Ihrer Frage möglicherweise unbewusst oder unbeabsichtigt insinuiert, es gäbe Unterschiede in der Ausbildung. Ich betone, es gibt keine Unterschiede in der Ausbildung. In der Tat werden 17-jährige Soldatinnen und Soldaten an der Waffe ausgebildet. Sie werden nicht für Auslandseinsätze verwendet und sie werden nicht für Wachdienste verwendet, weil dort die Gefahr besteht, grundsätzlich, dass sie eigenverantwortlich über den Einsatz der Waffe entscheiden müssten. Genau vor einer solchen Situation bewahren wir sie. Sie machen keinen Wachdienst, sie machen keine Auslandseinsätze, aber sie bekommen die ganz normale Ausbildung. Und ich denke, und das ist die Position der Bundesregierung, wenn die Bundeswehr ein attraktiver Arbeitgeber sein will, und er will sie sein, wir können niemanden mehr zwingen, uns kennenzulernen. Wenn wir ein attraktiver Arbeitgeber sein wollen, dann ist es auch richtig, dass wir im Rahmen unserer Ausbildung das ganze Spektrum der Ausbildung auch zur Verfügung stellen, wozu neben vielem anderen eben auch die Ausbildung an der Waffe gehört. Das ist das, was die Menschen wollen, wenn sie zu uns kommen. Sie wollen eine vollwertige Ausbildung und die stellen wir ihnen auch zur Verfügung. Das entspricht den Erwartungen dieser Menschen, die freiwillig zu uns kommen. Es ist militärisch sinnvoll und es ist rechtlich in jeder Hinsicht auch abgesichert und legitim. Wir bleiben bei diesem Themenbereich. Ich rufe auf die Frage 24 der Abgeordneten.